gebe alles, Leute. Ich gebe alles, was ich habe, um diesen Marvelander dieses Jahr zu machen. Und ich dachte mir erst so, scheiße, soll ich den jetzt wirklich machen? Ich habe so viel zu tun, weil jetzt heute die zweite Runde mit den Arbeiten. Da bis Weihnachten schreiben wir in jedem Fach noch eine Arbeit. Und ich dachte mir so toll. Aber nein, Leute, ich mache einen Marvelander, weil es gibt keinen Dezember ohne Marvelander. Und deshalb ist heute der erste Tag von meinem Vlogmas. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf, genauso wie ich. Was war das gerade? Hier ist es ultra-stürmisch heute. Die Fenster wackeln schon die ganze Zeit. Aber anyways, heute gibt es noch kein Türchen, was ich aufmachen kann. Das könnt ihr dann erst ab morgen sehen, weil ich habe das Video hier ein bisschen vorgedreht. Damit ich auch am 1. Dezember halt direkt in die Marvelander starten kann. Das hätte ich deshalb nicht hingekriegt in dem Schneiden und so. Ich weiß eh noch nicht genau, wie ich das mache. Deshalb wird der Marvelander mit dem Zeitversatz wahrscheinlich wieder stattfinden. Aber ja, heute mache ich mal eine Christmas-Wishlist für euch. Also nicht meine Wunschliste, es sind schon Sachen dabei, die ich mir auch wünsche zu Weihnachten und auch zu meinem Geburtstag, weil ich habe ja am 14. Dezember Geburtstag, also 10 Tage vor Weihnachten. Und ich gebe euch einfach so ein paar Ideen, was ihr euch wünschen könnt. Und ich mache halt immer so einen Christmas-Rahmen einfach drum, die Sachen, die ich mir halt auch wünsche. Habt ihr so ein paar Inspirationen, damit ihr vielleicht auch ein paar Sachen auf eure Wunschliste schreiben könnt. Keine Ahnung, ob ihr noch einen Wunschzettel schreibt, aber einfach so ein paar Inspos. Und übrigens, ich sitze hier neben meinem Tannenbaum. Ich sitze fast im Tannenbaum. Aber ich wollte euch nicht so viel von meinem Christmas-Zimmer zeigen. Weil ihr sollt schön spannend bleiben, bis die Roomtour draußen ist. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Also ich habe das so ein bisschen in Kategorien unterteilt. Ich habe die mir im Handy aufgeschrieben, das sind so viele Sachen. One moment, please. Ah! Okay, also als Kategorien haben wir einmal Technik. Da muss ich noch Schmuck. Kleidung, Skincare, Make-up, so Schreibzeugs und Accessoires, Sport und Deko fürs Zimmer. Und das Geld ging dann nach oben da für die Marvelander und dass ich mir so viel Mühe gebe für euch, diesen Marvelander dieses Jahr zu schaffen. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr das Teilchen aktiviert, kommt ihr auch immer so eine schöne Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Also, seht ihr das? Mein Haarreif wackelt die ganze Zeit und dann macht er so ein Geräusch mit den Glöckchen. Also meine Technik. Da fragen mich ja halt auch ganz viele, wie man so gut so einen YouTube-Channel von alleine so starten kann. Also was man dafür braucht, auch in den Technik-Sachen. Ich glaube, ich muss niesen. Gesundheit. Salut. Das heißt Gesundheit auf Spanisch. Also zum YouTube-Channel starten brauchen wir natürlich erstmal eine Kamera. Also ich benutze gerade zum Filmen die Canon G7X. Ich mag die Cam-Kameras am liebsten, aber ich benutze auch noch eine größere. Die benutze ich manchmal zu Hause oder auch wenn ich so Bilder von meinem Instagram-Kanal mache, weil die Qualität einfach sehr gut ist. Aber die G7X hier, die ist sehr gut, wenn man so vloggt zu Hause oder auch für die Marvelander. Weil dann hat man nicht immer so eine fette Kamera, sondern so eine kleine, die man auch gut mitnehmen, wenn man irgendwo hingeht. Warum rutscht mein Haarreif jetzt hier die ganze Zeit ab? So geht das nicht. Bei Technik habe ich auch noch, ihr könnt euch so eine Serie wünschen. Also es gibt ja manche Serien, die kosten was. Wie zum Beispiel, ich habe Make It or Break It geguckt und das kostet jetzt 20 Euro pro Staffel. Das sind 4 Staffeln. Und ich denke mir so, das wünsche ich mir. Das ist, glaube ich, irgendwie zu Weihnachten oder so. Und dann kann ich natürlich nochmal gucken. Es gibt halt so Serien, die kosten halt was. Aber zu Weihnachten lohnt sich das dann. Oder auch wenn ihr Netflix haben wollt oder so, könnt ihr euch das ja auch irgendwie zu Weihnachten wünschen. Das Abo oder auch Amazon Prime. Irgendwie sowas. Dann natürlich ein Laptop. Also ich habe ein MacBook. Ich habe das MacBook Air. Und ich habe da so eine Hülle drin gemacht. Das könnte ich auch noch dazu wünschen. Das ist eigentlich voll cool. Ich habe ein Glitzer drauf. Aber so eine Marmorhülle, die kann man hier auch abmachen. Und das ist halt auch gut, wenn ihr da mit YouTube anfangen wollt. Ja, also das kann man auch mit in die Schule nehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mit in die Schule nehmen könnt. Aber das hat bei mir früher in der alten Schule viele gemacht. Ich habe es einfach mitgenommen. Und darauf dann geschrieben. Und diese super cute Bluetooth-Tastatur hätte ich fast im Technik-Stuff vergessen. Warum bin ich jetzt hier mit meinen Fotos raus? Was noch gut für die Schule ist, ist auch ein iPad. Ich habe das iPad. Ich habe auf jeden Fall das, steht das nicht hier drauf? Das iPad Air und diesen Stift. Ich liebe diesen Stift. Der neue Stift ist nämlich viel cooler als der alte Stift, weil der hat hier so eine bessere Halterung und, genau. Was ist denn jetzt los? Und es hat auch so einen richtig flachen Bildschirm, also da ist kein Home-Knopf. Da ist kein Home-Knopf dran. Kann man da viel besser drauf schreiben und was ihr euch auch dazu wünschen könnt, wenn ihr vielleicht wieder was drauf schreiben wollt, auf GoodNotes oder so für die Schule, so eine Schreibfolie, meine heißt Paper-like, das ist richtig gut, weil da wird das so ein bisschen matt, der Bildschirm. Und dann kann man da viel nicer drauf schreiben, als wenn das immer so glatt ist. Was habe ich noch? Eine Powerbank.
Eine Powerbank ist sehr praktisch für alles. Also ich finde es auch gut, weil wir dürfen unser iPad nicht in der Schule aufladen. Da müssen wir 10 Euro zahlen. Und deshalb nehmen wir jetzt einfach, geht einfach so eine Powerbank mit. Und dann laden wir die einfach da auf mit unserer Powerbank an unserem Sitzplatz. Was auch gut ist, ich habe so eine Powerbank, das ist direkt so eine Handyhülle von Apple halt. Da ist halt direkt eine Powerbank integriert. Genau, aha, was ihr euch auch holen könnt, ist ein Sonnenuntergangs-Sandwich. Hier, das ist meine. Ich schmeiße gleich den ganzen Baum um. Kennt auch bestimmt diese TikToks, wo die TikToker da sitzen und so Transition mit denen so Sunset machen. Fragt man sich so, wie haben die jeden Tag so einen coolen Sunset? Ja, die benutzen einfach diese Lampe. Die finde ich sehr, sehr praktisch. Wenn einfach mal Scheißwetter ist. Nächste Kategorie, Room Decor, also Zimmerdekor. Hallo Papa. Hallo. Ich film gerade ein YouTube-Video. Ah, okay, dann bin ich weg. Und ja, dann könnt ihr euch noch coole Kissen holen. Ich liebe Squishmallows. Squishmallows sind so, so geil. Also die kennt ihr bestimmt von mir schon. Das sind so riesengroße Kissen, die sind so, so weich. Und die sehen dann aus wie so riesen Kuscheltiere. Und die sind echt, echt mega süß. Und ja, dann gibt es auch noch diese Bodykissen. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber das sind so richtig lange Kissen, da kann man sich so richtig dran schmiegen und so, die sind richtig geil. Und dann gibt es auch noch die, wo man sich so quasi direkt anlehnen kann. Da haben die so Arme, wo man sich direkt so einschließen kann in diesen Bodypillow. Das finde ich auch richtig geil. Ist auch richtig gemütlich, kann man sich schön auf sein Bett setzen und so. Dann so eine Kuscheldecke, eine beheizte Kuscheldecke. Ich wollte schon immer eine beheizte Decke haben. Finde ich so geil, weil mir ist immer so kalt, auch schon wenn ich eine Decke drunter habe. Dann eine Salzlampe. Ihr kennt ja schon diese alle Salzkristalllampen, die sehen auch immer sehr, sehr schön aus. Habe ich auch auf meinem Schreibtisch. Oder so ein Aroma-Versprüher. Da kommt quasi so richtig schöner Duft raus und da kann man auch richtig viele andere verschiedene Düfte reinmachen. Und dann riecht es in den ganzen Zimmer so danach und das ist auch voll cool. Es gibt auch welche, diese Leuchten habe ich auch schon mal gesehen. Oder so Duftkerzen von Bath & Body Works. Ich habe eine Seite gefunden, wo man die bestellen kann. Ich verlinke euch meine Infobox, richtig cool. Übrigens ist es nicht gesponsert, einfach nur, weil ich das so gerne mag. Dann gibt es noch eine Collagewand. Könnt ihr euch auch dann wünschen, irgendwie Gutschein für den Copyshop, die auszudrucken. Oder einfach euren Eltern sagen, dann habt ihr schon direkt so eine ausgedruckte Collage. Könnt ihr euch auch schon direkt wünschen. Ist auf jeden Fall auch sehr cool für euer Zimmer. Und, ein Kleiderständer. Ihr kennt bestimmt diese von Pinterest, diese coolen Kleiderständer, wo man so ein paar Lieblingsklamotten draufhängen kann. Finde ich auch sehr cool. Hatte ich auch schon mal überlegt, mir zu wünschen. Und jetzt geht's weiter mit Kleidung. Also, da komme ich erstmal zu Schuhen. Ihr kennt bestimmt alle Jordans und ich liebe Jordans. Und ich hätte gerne Jordans in dieser Farbe. Das ist irgendwie so geil. Es gibt die auch in so vielen Farben. Das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall zu Weihnachten wünschen kann. Und ich habe eine richtig coole Seite gefunden, die heißt 750 Kicks. Da habe ich auch meine Jordans her. Ich hätte die mal hergeholt. Ich zeige euch meine mal kurz. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool, um sich das zu Weihnachten zu wünschen. Jordan Air. Die sind so grün. Grün-Türkis. Und hier haben die immer pinke Schnürsenkel. Das ist voll geil. Dann habe ich rote Jordans. Die passen sehr gut hier zu meinem Merch-Pullover. Kurz nochmal zu meinem Merch. Verlinke ich euch auch sehr gerne in der Infobox. Also besser gesagt, mein eigener Shop. Gibt es auch sehr viel Weihnachtsklamotten gerade. Falls ihr noch vorbeischauen wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch was von zu Weihnachten wünschen. Und die passen dann immer sehr gut zu Rot. Und jetzt noch ein anderes Modell. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich blende euch den Namen hier unten mal ein. Die finde ich aber auch sehr, sehr cool. Ich mag die Sohle so gerne hier vorne und die Farbe ist auch richtig geil. Und ja, 750 Kicks hat wirklich so viele Schuhe. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und die Sachen waren sehr, sehr zuverlässig und ihr könnt euch da 100% sicher sein, dass die Sachen halt echt sind, die Schuhe, weil es gibt immer so viele Fake-Seiten, aber da sind die auf jeden Fall echt und ich finde die Preise sind auch super, weil vor allem da sind die Sachen halt auch immer noch restock. Also da findet ihr die Sachen auch auf jeden Fall noch, weil manchmal sind die Sachen hier bei Nike so schnell ausverkauft und so, ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr cool. Jetzt hast du den Schuhen, jetzt geht's weiter mit anderen Klamotten. Brandy Melville und die sind halt einfach immer so süße, cute Sachen, die sind auch immer sehr up-to-date und im Trend und so. Guck, mein Haarreifen wieder aufsitzen. Outfitter, das waren natürlich auch immer schöne Sachen. Hollister und Abercrombie natürlich auch immer. Dann Nike, also da könnt ihr euch Schuhe holen oder kennt ihr diese Nike Pro Leggings, die sind ja auch sehr innen, einfach so Sportzeug. Okay, was habe ich noch? Converse, also Chucks. Finde ich auch sehr nice, weil ihr könnt euch auf der Seite von Converse einfach so eigene Chucks kreieren. Das wollte ich auch unbedingt machen. Vielleicht wünsche ich mir das auch zu Weihnachten. Ich habe so viel geredet. Ihr könnt jetzt so trinken hier. Wir können Schmuck jetzt mal machen.
Also ich liebe im Moment die Sachen von La Luma Chains. Das sind halt so ein paar ausgefallenere Ketten, so Perlenketten auch. Das ist noch ein kleinerer Shop, aber ich finde, so kleinere Shops sollte man auch mal supporten. Und da habe ich auf jeden Fall auch sehr, die sind auch sehr hochwertig, die Sachen. Da habe ich auch ein paar Ketten und Armbänder von. Dann, wenn ihr euch natürlich irgendwas ganz Special zu Weihnachten wünschen wollt, ist Tiffany & Co. auch immer gut, also Tiffany's. Also das ist natürlich, wenn ihr euch nur das quasi zu Weihnachten wünschen wollt, weil die Sachen sind halt schon sehr, sehr teuer, aber einfach so was Besonderes. Ja, oder so Perlen, so Beads zum Selbermachen von so Perlenketten, die sind ja auch immer sehr im Trend und so. Da findet ihr auf Pinterest 1.600.000 Inspirationen. Und das ist noch ein Schmuckständer, so ein Organizer für euren Schmuck. Wünsche ich mir, glaube ich, auch, weil ich habe mal in Deutschland gelassen. Was habe ich denn noch? Ah, jetzt kommt Skincare und Make-up. Also da gibt es auch mal sehr viel, was man sich wünschen kann. Zur Aufbewahrung so ein Skincare-Fridge. Wünsche ich mir jetzt nicht persönlich, aber ich weiß halt, dass diese immer sehr im Trend sind und so. Ich weiß nicht, diese Mini-Kühlschränke, wo man sein Skincare-Zeug reintut, weil das irgendwie besonders toll für die Haut sein soll, wenn die Sachen gekühlt sind. Dann kennt ihr bestimmt diese Jade-Roller. Da rollt man sich dann irgendwie mit im Gesicht rum. Ich weiß nicht, also für mich persönlich ist das jetzt auch nichts, aber vielleicht wünscht ihr es ja. Also ich sage auch einfach so ein paar Sachen, die gerade halt sehr popular und im Trend sind und sehr ästhetisch und so. So, falls ihr euch ein bisschen im Gesicht rumrollen wollt. Ah, hier Mario Badescu Skincare Set. Muss mir da auch eigentlich nochmal neue Sachen bestellen und euch wünsche ich was zu Weihnachten. Da gibt es auch so Sets, die sind halt ein bisschen teurer, so Skincare Set quasi. Auf jeden Fall sehr, sehr gut auch. Ah ja, Gesichtsmasken. Ihr kennt bestimmt auch alle diese iPads, die im Moment sehr in sind. Habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Aber quasi so iPads für unter die Augen oder so Gesichtsmasken. Auch immer sehr, sehr nice. Oder Badekugeln von Lush. Wünscht euch mal dieses, wie heißt das? Snow, dieses Snow-Duschgel, dieses Pinke. Das riecht so, so geil. Das ist so geil. Oh. Ah. Ich habe mir das so als rotes Zeug aufgeschrieben. Aber ja, es gibt von The Ordinary gibt so ein rotes Serum. Das mache ich mal so ein bis zweimal die Woche drauf. Das ist sehr, sehr geil. Und ja, Eyelash Curler habe ich mir auch noch aufgeschrieben. So eine Wimpernzange. Also es gibt ja auch so, weiß nicht, ob die besonders besser sind. Es gibt auch solche, die kann man so beheizen. Dann werden die Wimpern so wirklich gecurlt. Aber da habe ich noch keine Erfahrung. Also falls euch die Wimpern anbrennen, ich übernehme dafür keine Verantwortung. Ich bräuchte mich auch mal eine neue, weil meine fällt manchmal ein bisschen auseinander. Noch? Ah ja, Parfüm ist Parfüm. Parfüm. Ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, mir dieses Chanel Nummer 5 Parfüm zu wünschen. Aber ich war letztens in so einer Parfümerie, habe ich dran gerochen. Das raucht so intensiv und so Oma-mäßig. Aber ich finde diesen Flakon immer noch so schön. Das sieht irgendwie so geil aus, wenn man sich das hinstellt. Das überlege ich mir aber noch. Was ich aber auch immer sehr cool finde, ist dieses Parfüm von Marc Jacobs, das heißt Daisy. Überlege ich mir auch zu wünschen, das sieht auch sehr schön aus. Genau. Und ja, was ich noch so als so Self-Care aufgeschrieben habe, ist ein Termin im Nagelstudio. Ich noch kurz mal meine Nägel hier anschauen. Ich habe da so ein kleines Rentier drauf und das ist so süß mit so einer roten Nase und der Rest der Nägel ist blau. Ist auch immer sehr cool, wenn man sich das so wünscht als Self-Care. Ja, könnt ihr euch ja vielleicht auch wünschen. Oder so ein Set zum Selbermachen. Boah, ich habe so lange überlegt, ob ich mir so ein Shellac-Set zum Selbstmachen von diesen Nägeln wünschen soll. Ich habe immer Shellac drauf. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie man das dann abkriegt. Aber das ist halt auch sehr cool. Da kann man so eine UV-Lampe in dem Set dann drin bestellen und so verschiedene Shellacke. Kann man das halt do-it-yourself zu Hause machen. Und ja, oder so ein Acrylglasständer. So zur Aufbewahrung von allem. Jetzt kommen wir mal zu so Schreibzeugs. Also das kann man ja auch immer gebrauchen für die Schule oder für euren Schreibtisch. Dann könnt ihr so euch so Brushpens holen. Ich hatte immer so richtige Brushpens-Phase, wo ich immer mit so Kalligrafiestiften geschrieben habe und so. Falls ihr irgendwie besonders künstlerisch unterwegs seid, auch immer sehr gut, einfach neue Stifte. Oder es gibt ja auch so ganz teure Stifte, so Stifteboxen, die wollte ich unbedingt mal haben. Ja, dann so süße Hefte. Also, ich muss schon wieder niesen, ich glaube es nicht. Okay, sorry für die Unterbrechung und sorry, wenn meine Nase jetzt rot ist und sich halt aus wie Rudolph, the Red-Nosed Reindeer. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist Planner. Also ihr könnt euch auch sogar meinen eigenen Schülerkalender holen mit einem passenden Sticker-App dazu. Mein Schülerkalender geht auch noch bis Sommer nächstes Jahr. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall noch bestellen. Verlinke ich euch beides
mal in der Infobox. Falls ihr Lust habt, könnt ihr mal vorbeischauen. Und es gibt ja noch ganz viele andere Planner oder auch so Bullet Journal. Auch immer sehr schön für Weihnachten, wenn ihr irgendwas schön designen wollt. Genau, und Laptop-Ständer. Ich habe meinen von meinem Bruder geklaut. Also vielleicht sollte ich mir auch mal einen anderen eigenen wünschen. Aber da könnt ihr quasi euren Laptop so draufstellen. Auch sehr gut, wenn ihr irgendwie was auf dem Bett gucken wollt oder so. Das ein bisschen höher stellen wollt oder auch zum Tippen da drauf. Das ist viel praktischer. Genau. Und jetzt kommt noch mein Favorit von dieser Kategorie. Dieser Tischstaubsauger. Also ich habe immer so blöde Radierkrümelchen auf meinem Tisch, auf meinem Schreibtisch. Dann habe ich so einen elektrischen Handstaubsauger. Mit dem kann man dann so darüber fahren. Wir sammeln alles ein. Das ist richtig lustig. Und jetzt kommen wir zu Accessoires. Also so große Haarclips, so Haarcross sind auch immer sehr, sehr cool. Oder Scrunchies oder auch so Bucket Hats. Die sind auch mal sehr in, mag ich auch gerne. Headbands, also könnte ich auch coole Christmas-Haarreifen wünschen. Oder so normale Haarreifen wie sowas hier. Auch gut, wenn man so sich abends so waschen will oder so, könnte ich auch so Haarbands holen zum Skincare machen. Socken, so Kuschelsocken. Ich trage im Moment immer Kuschelsocken oder Pantoffeln, weil mir ist einfach immer so kalt, das könnte ich auch gut wünschen. Portemonnaie, also irgendwie denkt man immer, man braucht ein Portemonnaie, aber ich wünsche mir nicht immer ein neues, weil meins ist kaputt gegangen, der Reißverschluss geht nicht mehr. Jetzt kommen wir noch zum Sport. Also, da habe ich erstmal Yogamatte aufgeschrieben oder eine Turnmatte. Dann Stretchbänder, also dann mache ich auch mal viel mit Spagat und so, falls ihr auch so ein bisschen flexibel werden wollt. Dann so eine Stretchleiter, also so eine Stretchingleiter, die wünsche ich mir. Oder Handstand-Canes, also so Handstandstützen, falls ihr auch ein bisschen hier touren wollt oder so. Ja, dann Workout-Clothes von Lululemon. Da gibt es halt ein paar teurere, hochwertige Sachen. Da wünsche ich mir auch so eine Leggings von. Das war alles, was ich aufgeschrieben habe zu meinen ganzen Kategorien. Und ich finde, das waren schon mal sehr, sehr viele Ideen. Also wenn jetzt noch nichts dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, lasst sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da. Da abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und ich freue mich so, dass Marvelina jetzt wieder losgeht. Es wird zwar sehr viel Arbeit und sehr stressig, aber ich schaffe das heute. Lasst einen Daumen nach oben für mich da und jetzt noch Shoutout of the Day. Heute grüße ich mal Verrücktnudel, sehr verrückter Name. Sie hat geschrieben, dein Zimmer ist so schön, ich habe auch schon dekoriert. Ich komme bei deinen Weihnachtsvideos total in Weihnachtsstimmung. Würde mich freuen, wenn ich mal grüßen könnte. Schönen ersten Advent. Genau, also heute, wo ich das Video drehe, war für mich erster Advent und ich habe vergessen, Adventskranz zu kaufen. Wir haben gestern Abend noch schnell im Bauhaus alle Sachen gekauft und haben uns einen DIY-Adventskalender gemacht. Der ist übrigens sehr, sehr schön geworden. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Verrücktnudel. Und ich hoffe, den Marvelender bringe ich alle noch mehr Weihnachtsstimmung. Und ja, ich freue mich dieses Jahr irgendwie besonders auf Weihnachten. Ab morgen mache ich dann auch zusammen mit euch meinen Adventskalender auf. Und yes, genau, das war's mit diesem Video. Das Geld liegt dann nach oben da. Denkt dran, jetzt ab heute kommen immer jeden Tag Videos, Marvelenders von mir. Ich weiß übrigens noch nicht genau, wann ich jeden Tag die Marvelenders hochlade, also um wie viel Uhr. Es kann immer sehr unterschiedlich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schaffe, halt so eine feste Uhrzeit dafür einzuplanen. Aber schau am besten immer beim Community-Tab dabei, hier auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal vorbeischauen, dann schreibe ich euch immer hin, um wie viel der Marvelender online kommt. Oder ich poste bestimmt noch mal eine Instagram-Story. Genau, ich informiere euch auf jeden Fall darüber. Und ja, dafür könnt ihr auch gerne die Glocke anmachen und könnt ihr auch so eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Es ist irgendwie so lustig zu sagen, bis morgen, aber ja, schönen 1. Dezember euch. Tschüss!